Auswandern nach Norwegen. Geht das denn so einfach? Diese Frage wird mir ja häufig gestellt und daher will ich hier einige Möglichkeiten mal erläutern. Zunächst einmal musst du wissen, Norwegen ist nicht EU-Mitglied. Das heißt, freie Wohnortwahl, freie Arbeitsplatzwahl ist hier nicht drin. Du musst dich hier vorher registrieren lassen, um hier einwandern zu können. Aber als EU-Bürger ist es für dich etwas einfacher, als wenn du Ausländer bist. Es sei denn, du bist Asylant, dann ist es auch hier einfacher. Aber gehen wir mal jetzt von dem Normalfall aus. Du wolltest zum Beispiel aus Deutschland oder Österreich nach Norwegen auswandern. Da gibt es die Möglichkeit 1, du bist Student und bekommst hier in Norwegen einen Studienplatz. Möglichkeit 2, du willst hier oder hast hier Firmenkapital und gründest eine Firma oder übernimmst eine Firma. Möglichkeit 3, du willst hier arbeiten bzw. du hast schon einen Arbeitsvertrag. Möglichkeit 4, du hast Eigenkapital, um dich so ungefähr ein Jahr hier selbst durchzubringen und selbst Kranken zu versichern. Das musst du nachweisen können. Das sind so die 4 Möglichkeiten. Also, Student, Firmengründer, Arbeitsplatz, genug eigene Kohle. Jetzt kannst du aber nicht einfach kommen, sondern du musst dich mit diesen Gründen bei der Polizei registrieren, bei der Ausländerpolizei. Die Ausländerpolizei gibt es nicht in jedem Kaff und nicht in jeder Stadt, sondern die gibt es meistens nur in den, wenn man so will, in den Bundesländern, wie zum Beispiel Westland, Rogaland, Agda und so weiter. Dementsprechend Bergen, Stavanger und Kristiansand. Auch natürlich in Oslo wird es sowas geben. Da musst du einen Termin beantragen, vorher online. Wenn du den Termin bekommen hast, da ist manchmal eine ziemlich große Wartezeit, denn nach Norwegen einwandern wollen sehr viele Leute. Und Norwegen braucht auch sehr viele Leute. Norwegen ist eines der wenigen Länder, die noch im Aufbruch sich befinden, also die mehr Personen, vor allen Dingen Arbeitskräfte, daran ist man interessiert, gebrauchen können. Moderner Kolonialismus, wenn man so will. Na, jedenfalls hast du da deinen Termin bei der Polizeibehörde, bei der Ausländerpolizei und legst dann die Belege für deinen Einwanderungsgrund vor und dann bekommst du eine Registrierungsnummer. Diese Registrierungsnummer ist aber noch nicht allzu viel wert, denn diese Registrierungsnummer, die 6 Monate gültig ist, ist nur die Legitimation, dass du denn einwandern könntest. Mit dieser Registrierungsnummer musst du nämlich zum Finanzamt gehen, in der Nähe möglichst deines Wohnortes, den du dir in Norwegen ausgesucht hast. Und da legst du nochmal sämtliche Beweise vor und wie gesagt noch deinen Reisepass. Der Personalausweis ist ja auch nicht gültig, sondern den Reisepass vor. Und damit kannst du die National ID, die sogenannte Fötzelsnummer, beantragen. Und nur damit funktioniert eigentlich auch dein Leben hier in Norwegen. Das norwegische System, wer immer das installiert hat, ist ein komplett geschlossenes ökonomisches System, komplett digital vernetzt, in dem du entweder drin bist oder nicht drin bist. Bist du nicht drin, hast du hier kaum Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Das heißt, zum Beispiel ein verzolltes Päckchen aus Deutschland empfangen, nicht möglich. Ein Auto kaufen und zulassen, viele andere behördliche Sachen, vor allen Dingen zum Beispiel die Ummeldung von privaten Käufen, wenn du zum Beispiel privaten Auto kaufen willst, das ist alles nicht möglich. Das funktioniert nur, wenn du hier wirklich registriert bist, deine Fötzelsnummer hast und ein norwegisches Bankkonto hast. Ein norwegisches Bankkonto bekommst du nicht einfach so, sondern das funktioniert in der Regel nur mit dieser Fötzelsnummer. Wir haben es versucht, mit Normalpass und sowas funktioniert nicht. Manche Banken akzeptieren wohl so eine Übergangsnummer, aber im Idealfall oder beziehungsweise die meisten Banken akzeptieren eben nur diese Fötzelsnummer. Wenn du deine Sachen dann zusammen hast, also die Registrierungsnummer, die Fötzelsnummer, dein norwegisches Bankkonto,
ist die Sache noch nicht ganz zu Ende, denn du brauchst die Banking-ID. Die Banking-ID, die kannst du aber wiederum relativ problemlos dann bei der Bank beantragen. Die kriegst du dann zugeteilt und damit kannst du dann alles mögliche digital bezahlen. Zum Beispiel nennt sich hier so ein Bezahlsystem Vips. Das funktioniert wie gesagt auch nur, indem du all diese Schritte durchlaufen hast, wo praktisch dein Geld direkt auf das Konto deines Geschäftspartners, sei es auch Privatverkäufen, draufläuft. Aber es ist natürlich klar, es wird alles digital überwacht, will man nicht sagen, aber es ist alles digital registriert und es ist klar, wo was wohin läuft, welches Geld wohin läuft, was du gekauft hast, das muss dir hier in Norwegen klar sein. Ja, ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen die Grundzüge erklären und jetzt wird es wahrscheinlich nicht nur hier regnen, sondern auch so ein bisschen bei dir regnen, weil es natürlich nicht ganz ohne. Aber du siehst an meinem Beispiel, an unserem Beispiel, es geht. Viel Erfolg!